Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir Dr. Jenkins kennengelernt, ein sehr netter Arzt. Außerdem die Mrs. Winter, von der wir jetzt erfahren haben, dass sie auch in der Lotterie gewonnen hat, um ja hochzukommen, ohne mitzuspielen. Und das finde ich interessant. Also vor allem würde ich auch gerne mal haben, dass ich in der Lotterie gewinne, ohne mitzumachen. Ja, es hätte schon was. Andererseits, dann nach Luna 5 kommen, wo man so, sich mit Dr. Jenkins rumärgern muss. Naja. Lass uns einfach mal weitergehen. Falls es hier weitergeht. Ging's da weiter? Es ist kein Fall da, aber es scheint weiterzugehen. Kein so ein Wechsel wie, wie hier vorne. Ja. Es geht tatsächlich weiter. Okay, sehr schön. Da oben haben wir was. Ja, schauen wir gleich, ob wir da hochkommen. Mit dir können wir nicht reden. Hier unten scheint es nicht weiter zu gehen. Okay. Hier oben, ist hier oben irgendwas? Wieder ein Szenenwechsel? Nee, anscheinend nicht. Hier hinten irgendwie was? Ah ja, doch, hier ein Szenenwechsel. Ich hab's mir doch gedacht gehabt. Ja, da haben wir ein Tablett. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Also, wenn wir was an der Bar wollen, da kriegen wir anscheinend gerade nichts. Mit dir können wir auch nicht reden. Ja, vielleicht da hinten irgendwo noch. Ah ja. Mr. Stiller, okay. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aber lass mich nochmal kurz zurück. Dankeschön. Tablett. Das ist so ein Cocktail. Aha, wir haben so einen Cocktail. Den will ich natürlich nicht trinken. Wir wissen ja, dass da was drin ist. Aber vielleicht können wir den doch irgendwie inhalieren. Vielleicht in diesem anderen Teil. Da sind ja Labors und so weiter oder zur Forschung angeblich drin. Das könnte ich mir doch vorstellen, dass wir da das vielleicht analysieren könnten. Das ist einer dieser Cocktails. Teufelszeug. Da unten drin schwimmt etwas, schon halb aufgelöst. Okay. Ein ganz gewöhnlicher Zahn. Kannst du umfüllen? Das Handtuch aus der Hygieneeinheit meiner Kabine. Gab es da nicht irgendeine Verbindung zwischen Weltraum und Handtüchern? Naja, das muss woanders gewesen sein. Ja. Okay, also dann schwimmt was und das sollte man vielleicht rauskriegen. Die Frage ist nur, wie. Naja, gut. Schauen wir mal. Da können wir nichts machen. Dann können wir mal mit Mr. Stiller reden. Beziehungsweise, ich schau mal ganz kurz. Nee, da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Also hier haben wir tatsächlich nur Mr. Stiller und das war's. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Himmlisches Wetter. Oder? Wetter? Nun ja, wenn Sie so wollen, es ist ja die Klimaanlage. Aber es stimmt, die Brise ist angenehm reguliert. Ich liebe es, in der freien Natur zu sein. Freie Natur? Nun, Sie haben schon recht, das hat was davon. Darf ich mich vorstellen? Samuel Stiller. Ich bin Peter Wright, freut mich. Darf ich Sie etwas fragen? Jederzeit, mein Lieber. Wie gefällt es Ihnen hier? Erholen Sie sich gut? Ich fühle mich frei wie ein Vogel, der in den Wolken seine Kreise zieht. Tatsächlich. Dann geht es Ihnen also gut. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Alle Sorgen, alle Nöte, alle Ängste sind von mir abgefallen und selbst die Erinnerung daran verblasst. Ich habe schon fast vergessen, was einmal mein Beruf war. Ist das nicht herrlich? Und Sie? Wie geht es Ihnen? Mir? Ich schätze, ich bin schon okay. Das klingt ja noch nicht so berauschend, mein Lieber. Aber das wird sich ändern. Haben Sie noch etwas Geduld? Ja. Was machen Sie denn beruflich? Ich war Fernmeldetechniker bei den Communication Services.
Und das war so anstrengend, dass Sie es am liebsten vergessen würden? Ich sagte Ihnen ja, ich kann mich kaum noch erinnern. Ich glaube, ich hatte Albträume, Tagträume. Ich habe Dinge gesehen, die es nicht gab. Ich war nah daran, verrückt zu werden. Aber dieses Kapitel liegt hinter mir. Jetzt bin ich ganz ruhig und freue mich auf jeden Tag. Und was für ein Kapitel kommt jetzt? Was werden Sie tun, wenn Ihr Urlaub hier vorbei ist? Ich fange ganz neu an. Der Aufenthalt hier hat mir die Augen geöffnet für das, was wirklich wichtig ist. Und was ist das? Abschalten, Entspannung. Nicht mehr denken, nur fühlen. Das Leben genießen ohne Angst. Mit QB-Chem-Produkten wird all das möglich. Was tun Sie hier den ganzen Tag? Ich sitze am Pool oder vor der Panoramascheibe und denke nach. Sonst tun Sie nichts? Das genügt Ihnen? Ich meine, haben Sie nicht mal Lust auf ein bisschen Bewegung oder Zerstreuung? Nachdenken genügt mir. Woran denken Sie, wenn man fragen darf? An nichts. Ich denke an eine große, schöne, weiße Fläche. An das Nichts, die Reinheit, die endgültige Freiheit der Gedanken. Nichts? Die Freiheit der Gedanken ist es, an nichts zu denken? Ja, der unendliche, gleichförmige Raum und darin ein Gedanke, der nicht zu halten ist, nicht festzumachen, nicht einzugrenzen, das ist die Freiheit. Die wahre Freiheit. Interessanter Standpunkt, aber das sehe ich ein bisschen anders. Deswegen sind Sie ja hier, mein Freund. Ihre Gedanken machen Ihnen Probleme. Und hier wird man Ihnen helfen. Was heißt hier Probleme? Ich bin vielleicht ein bisschen erholungsbedürftig, aber sonst fühle ich mich völlig grauenhaft. Ich sehe es Ihnen an. Ihre Augen. Was ist mit meinen Augen? Ihre Augen sind voller Angst und voller Wut. So ein Quatsch, mir geht's gut. Nein, Ihnen geht es schlecht. Ihre Gedanken quälen Sie. Ich muss mir gerade nur vorstellen, diese große weiße Fläche, die er gesagt hat. Und mein Gedanke war, das sieht man doch jedes bisschen Schmutz, das darauf kommt. Ja, aber vor der Panoramagalerie hier zu sitzen, das könnte ich mir auch vorstellen. Die Erde dreht sich, also beziehungsweise die Station dreht sich ein bisschen arg schnell hier, aber ja, ich denke, das würde mir auch gefallen hier. Da wäre noch etwas. Aber natürlich. So, wie lange ist er denn schon her? Wie lange sind Sie schon hier? Das ist die 8. Woche. 8. Und ich möchte keinen einzigen Tag davon missen. Trinken wir einen Cocktail zusammen? Nein, oh, danke. Moment nicht, danke. Ich hatte gerade erst einen. Sie müssen noch einen trinken. Und noch einen. Und noch einen. Sie werden sehen, diese Cocktails wirken Wunder. Ja. Das habe ich schon festgestellt. Das glaube ich auch. Sind Sie allein hier? Hier sind Sie nie allein, mein Freund. Es ist immer jemand da, auch wenn Sie ihn nicht sehen. Jemand ist für Sie da und jemand passt auf Sie auf. Alles ist so organisiert, so sicher und so sauber. Jeder Tag ist vorhersehbar und das ist schön. Es ist ein wunderbares Gefühl der Geborgenheit. Ja, in Ordnung. Was ich meine ist, haben Sie eine Begleitung dabei? Die reizende Linda ist meine Begleitung, solange ich hier bin. Und wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich mir selbst genug sein. Ich brauche keine anderen Menschen, die mich ängstigen oder mir Dinge einreden. Ich werde allein sein und glücklich.
Ich habe immer eine Verbindung zu jemandem, der mich versteht. Jemand versorgt mich, wie durch eine Nabelschnur. Das hört sich aber etwas unheimlich an. Sie sind noch nicht lange hier, oder? Nein. Sie werden sehen, es fühlt sich alles. Sie werden bald verstehen, wie ich mich fühle, und es wird Ihnen gefallen. Ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, eine Sache hätten wir noch. Da wäre noch. Aber natürlich. Das hier. Was hat Sie hierher verschlagen? Haben Sie vielleicht auch die Lotterie gewonnen? Ja, die Lotterie. Es war wirklich das große Los, das größte Glück, das ich je hatte. Wissen Sie, eines Tages gewinnen wir alle. Den Eindruck könnte man fast bekommen. Wissen Sie, ich habe meins auch in der Lotterie gewonnen. Tatsächlich? Das ist ja ein wunderbarer Zufall. Ganz wunderbar. Ja, wunderbar. Das da, das ist die Frage, auf die ich eigentlich gespitzt habe. Ben, er hat auch nicht in der Lotterie mitgemacht? Woher hatten Sie eigentlich das Los? Es ist mir geschenkt worden. Mhm. Ist das nicht himmlisch? Geschenkt? Darf man fragen, von wem? Oh, von einer Bekannten, die es gut mit mir meint. Sie hat gesehen, dass es mir nicht gut ging, und da hat sie mir diese Freude gemacht. Sie war wie eine gute Fee. Fantastisch. Eine enge Freundin von Ihnen? Das kann man wohl sagen. Jemand, den ich noch nicht lange kenne und der so schnell zum wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden ist. Die ganz große Liebe? Ja, aber nicht, wie Sie vielleicht denken. Unsere Beziehung ist etwas Größeres, Spirituelles. Sowas soll es geben. Freut mich für Sie, wirklich. Ja, 100%ig aus dem Chat. Bin ich mir ziemlich sicher. Da wäre noch. Aber natürlich. So, aber ich glaube, er hat Darf noch ich was. Aber sicher. Ja, genau. Können Sie mir eventuell weiterhelfen? Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Worum geht es denn? Ich vertrage diese Cocktails nicht. Wissen Sie, die wirken bei mir wie Drogen. Was kann ich da machen? Sie müssen einfach mehr davon trinken, Mr. Wright. Sie werden sehen, diese Drinks sind gut für Sie. Ja. Aber ich bin noch nicht mehr klar bei Verstand, wenn ich das Zeug trinke. Doch, dann sind Sie klar bei Verstand. Dann fühlen Sie sich, wie sich jeder von uns fühlen sollte. Ich würde lieber den Überblick behalten, um ehrlich zu sein. Dann fragen Sie Dr. Jenkins. Er kann Ihnen sicher weiterhelfen. Leider nicht. Hören Sie zu, ich will hier weg. Helfen Sie mir dabei. Ich halte es in diesem rotierenden Irrenhaus nicht aus. Sie sind der Meinung, dass wir alle irre sind? Ja, so meine ich das nicht. Wie denn dann? Ich meine, es freut mich ja, dass Sie Ihren inneren Frieden gefunden haben. Aber irgendwas hier ist doch faul. Und ich habe den dringenden Wunsch, dieses Programm hier nicht weiter mitzumachen. Sie müssen sich entspannen, Peter. Niemand von uns geht hier vorzeitig weg. Das aber kriegen wir noch hin. Es will auch niemand weg. Doch, ich will. Es war eine kurze Zeit und in Gottes Namen eine schöne Zeit. Ich bin total entspannt und zentriert, aber jetzt ist genug. Was ist? Helfen Sie mir oder nicht? Ich helfe Ihnen am besten, wenn ich Ihnen nicht helfe. Bleiben Sie noch ein paar Tage und Sie werden vergessen haben, was Sie so sehr umtreibt. Ich will aber nichts vergessen. Doch, natürlich wollen Sie etwas vergessen, Mr. Wright. Nein. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich, richtig? Was? Woher wissen Sie das? Jeder von uns hier hat eine schwere Zeit hinter sich. Aber bald ist es vorbei. Bald. Okay, ich würde sagen, das war's. Okay, Mr. Stiller, wir sehen uns. Ganz sicher. Wir könnten vielleicht nochmal mit Jenkins reden. Ich glaube aber nicht, dass das was bringt. Hallo?
Ah, jetzt. Ah, nee, wir wollen noch in die Richtung vielleicht gehen. Vielleicht haben wir da auch noch was. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aha, da haben wir was. Ah, was ist das? Dr. Jenkins Platz. Okay. Nice. Vielleicht finden wir da was. Okay, eine Kaffeetasse. Aha, der trinkt also Kaffee wahrscheinlich hier. Das ist seine Tasse. Da war was drin geschwommen. Wenn wir das rauskriegen würden, könnten wir es vielleicht eben in seine Kaffeetasse tun, je nachdem, was das ist. Und mal schauen, wie der drauf reagiert. Aber dazu müssen wir das erstmal rauskriegen. Und da kommen wir nicht rein. Okay, das war's. Alles klar, dann lasst uns vielleicht nochmal mit Jenkins und mit mit Dings reden. Oh Mann, was hat mich gerade für ein Zungenbrecher? Mit Linda reden. Jetzt habe ich es. Also, keine Ahnung, was gerade los war. Richtiger Zungenbrecher. Vielleicht sollte ich so einen Cocktail trinken. Entschuldigen Sie, Doktor. Ich bin's nochmal. Ich bin nicht blind, Wright. Na, okay, da gibt's nichts. Gute Erholung. Dann gehen wir zurück zu Linda. Wenn wir hier rauskommen. Ja, kommen wir. Und dann bin ich mal gespannt, ob die uns noch was zu sagen hat. Über die Gäste wahrscheinlich dann, denke ich mal. Vielleicht auch über Jenkins. Und unser nächstes Teil wäre dann tatsächlich dieses Zeug, was in dieser im Cocktail drin ist, irgendwie rauszufischen. Ich bin's nochmal, Linda. Was kann ich für Sie tun, Mr. Wright? Andere Gäste? Erzählen Sie mir etwas über die anderen Gäste. Gern. Es sind alles so wunderbare Leute. Wer ist diese fette Frau mit dem Hund davon? Oh, das ist Mrs. Winter, eine reizende Person. Sie hat so viel Pech gehabt im Leben, die Arme. Aber seit sie hier bei uns ist, fühlt sie sich schon viel besser. Sie hat Pech gehabt? Was ist ihr denn zugestoßen? Dr. Jenkins hat mir erzählt, dass sie irgendeiner Sekte verfallen war. Loliten oder sowas in der Art. Aha. Loliten? Was soll das denn sein? Das müssen Sie Dr. Jenkins fragen. Jedenfalls war sie einem Guru verfallen, der verrücktes Zeug vom Weltuntergang gepredigt hat. Sie hatte grauenhafte Wahnvorstellungen und Visionen. Es muss so schrecklich für sie gewesen sein. Sie hat dem Guru ihr ganzes Geld gegeben, damit er irgendwelche verrückten Sachen anstellen kann. Aha. Und was zum Beispiel? Ich glaube, es ging um Bombenanschläge. Bombenanschläge, tatsächlich. Okay. Das ist ja unglaublich. So sieht sie aber überhaupt nicht aus. Verrückt, nicht wahr? Tja, aber dann war sie irgendwann völlig mittellos und sie kann vom Glück sagen, dass ihr jemand ein Los für die Lotterie geschenkt hat. Ach, sie hat auch den Aufenthalt in der Lotterie gewonnen, ja? Ja, natürlich. Sie ist schon 2 Wochen hier und ihre Wahnvorstellungen sind jetzt viel besser. Okay, und der Mann im Trainingsanzug, Mr. Stiller? Was ist mit dem Mann im Trainingsanzug los? Ach, ja, das ist ein schwerer Fall. Wir haben ihn jetzt schon seit 12 Wochen hier. 12 Wochen? Er gehört fast zur Familie. 12 Wochen? Donnerwetter. Das ist ziemlich teuer für ihn. Nein, nein. Er ist ja eingeladen von der QB-Cam. Ach, eingeladen? Für 12 Wochen? Wie kommt er denn dazu? Die QB-Cam hat ihn zu einem Level-1-Gast erklärt, weil er mit seinem ersten Aufenthalt nicht zufrieden war. So? Was lief denn schief? Sind ihm die Cocktails nicht bekommen? Sie haben nicht gewirkt. Er war nach 4 Wochen immer noch genauso depressiv und launisch wie vor seinem Urlaub. Und da hat seine Frau ihn uns zurückgeschickt. Und QB-Cam bezahlt das Ganze? QB-Cam garantiert für die Wirksamkeit seiner Produkte und Luna 5 garantiert optimalen Erholungswert für den Aufenthalt auf der Station. Hm. Wenn die Resultate nicht optimal sind, schenkt QB-Cam seinen Gästen die 12-wöchige Intensivkur. Und davon ist er jetzt 8 Wochen schon da. Ich dachte am Anfang, wieso 12 Wochen? Der hat doch gesagt, er ist 8 Wochen da, aber er ist ja 8 Wochen da, aber 8 von 12 Wochen.
Aha, uns hat nicht, die Cocktails haben nicht gewirkt, er war immun dagegen. Aber jetzt scheinen sie zu wirken. Mhm. Danke, Linda. Das war sehr interessant. Bis später. Bis später, Mr. So, jetzt müssten wir, denke ich, wir haben jetzt alles gesehen, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe wieder. Und dann würde ich aber sagen, ist es relativ klar, wir müssen an dieses Zeug kommen, was da drin ist. Dann schütten wir das Zeug, was wir da drin haben, was da nicht richtig aufgelöst ist, in den Kaffee. Dr. Jenkins trinkt den Kaffee und wir kommen an den Schlüssel ran zur anderen Plattform. Das wäre auf jeden Fall meine Vermutung. Die Frage ist nur, wie? Ich hätte mir jetzt überlegt gehabt, das hier vielleicht umzuschütten hier rein, aber das geht leider nicht. Auch das hier mit dem Handtuch geht nicht, dass man das vielleicht als eine Art Sieb oder sowas benutzen könnte. Aber vielleicht müssen wir das irgendwie über ein Waschbecken benutzen oder sowas. Gab es ein Waschbecken? Es gab den Tisch, wo wir was draufstellen konnten. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Waschbecken oder sowas gab. Ich würde sagen, das probieren wir mal in der nächsten Folge aus. Ob wir irgendwie das Ding auch umfüllen können oder umschütten können. Nee, geht auch nicht. Vielleicht das Handtuch da drauflegen und dann das hier so umschütten oder so, dass es da reingeht. Aber vielleicht müssen wir das Handtuch aufs Waschbecken legen und dann das umschütten oder so und dann rausfiltern, was da Zeug, was da drin ist. Und das machen wir dann in den Kaffee rein und gut ist. Schauen wir mal, ob das so geht in der nächsten Folge. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und tschüss.